Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Es ist wieder Zeit für Crusader Kings 2 mit unserem alternden Herzog Rudolf, dessen Beiname der Thronräuber doch jetzt, glaube ich, so langsam vergessen werden kann, denn so wirklich geraubt hat er ja nicht wirklich. Er hat sich ja nur zurückgenommen eigentlich, was schon seins war oder das von der Familie von Flandern. Also von daher der Beiname ein bisschen fragwürdig, aber ansonsten hat er ja schon ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Inzwischen eine Hand, ein Bein, also der hat schon ordentlich gelitten. Ja, er ist natürlich vernarbt, das ist klar. Er ist sehr, sehr stolz auf das, was er geleistet hat, gerade auf die Rückeroberung des Herzogtums der Flanderns. Er ist aber auch sehr wohltätig, was bedeutet, dass wir ein bisschen gucken müssen, in welche Richtung er sich jetzt entwickelt. Wir haben ja gesagt, wir wollen auf jeden Fall noch eine zweite Baronie hier ausheben in der Hauptgrafschaft, in unserer Hauptstadt Brügge. Das heißt also, wir sparen gerade die 720 an, das dauert noch eine kleine Weile. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, denn Rudolf ist ja gleichzeitig auch wohltätig, dass man das Hospital nochmal ausbaut. Und zwar könnten wir dort ein Krankenhaus für 350 bauen. Das ist natürlich sehr teuer, das können wir jetzt noch nicht machen, aber ich denke mal, das werden wir dann auf jeden Fall nach der Baronie bauen. Und zwar aus dem Grund, weil ich das jetzt mal so entschieden habe, dass die Stolzeigenschaft ein bisschen höherwertig ist wie die Wohltätigkeitseigenschaft bei ihm. Einfach weil die hier als ziemlich erstes Trade schon kommt. Habe ich einfach mal so willkürlich festgelegt, weil irgendwie muss man sich jetzt mal entscheiden, was soll er zuerst machen? Erst hier das Hospital ausbauen oder eben erst die Baronie ausheben. Ich glaube, die Baronie langfristig für sein Erbe ist dann doch wichtiger. Gerade für ihn als stolzen Herrscher. So, König von Frankreich werden, na gut, das ist noch in weiter Ferne. Wir können auch ein paar andere Dinge tun. Bischof Alwin von Damm, das ist der Bischof, der hier in unserer Grafschaft Brügge das Bistum hier ausübt. Der braucht auf jeden Fall Nachfolger. Und damit wir Nachfolger kriegen, brauchen wir noch einen neuen heiligen Mann. Denn Wicher und Isbrecht sind schon Nachfolger für die Bistümer Cologne und Rosebeke. Das heißt, wir werden uns hier schon mal einen heiligen Mann einladen für 25 Pietät. Renou van Saint-Paul ist eingetroffen. Das hört sich ja schon mal gut an. Naja, der hat nur 11 Bildung, aber auch das soll reichen. Er ist immerhin zufrieden und ehrlich, gefräßig und wohltätig. Ja, das geht. Ausgezeichnet. So, dann werden wir den gleich mal als Nachfolger ernennen. Renou. So, dann haben wir nämlich immer auch schön den Investiturbonus hier drin bei den Bistümen, bei den Bischöfen so rum. Das ist auf jeden Fall ganz gut. So, was wir auch noch machen können, was wollte ich denn noch tun? Irgendwas wollte ich noch machen. Genau, bei der Gesetzgebung wollte ich mal schauen. Und zwar bei den Pflichten unserer verschiedenen Vasallen. Also die Adligen, die Bürger und der Klerus. Was sollen die eigentlich machen? Der Klerus und das Bürgertum sind recht ausgeglichen mit den Pflichten bisher. Die Adligen stellen schon etwas mehr Truppen. Langfristig möchte ich eigentlich dahin gehen, dass das Bürgertum und der Klerus mehr Steuern gibt und weniger Truppen und die Adligen eigentlich mehr in der Verpflichtung stehen, Truppen zu stellen. Ne, sodass wir das jetzt Stück für Stück verändern. Was man aber auch noch machen kann, ist, dass man die Zentralisierung ausbaut, damit wir noch eine Domäne mehr bekommen können. Denn wir würden dann ja bald eine Baronie bauen bei uns. Das heißt, es würde schon mal eine Domäne dadurch ausgefüllt werden. Und dann haben wir 4 von 4, könnten theoretisch dann Boulogne nicht mehr einnehmen, sollte es dazu kommen, dass wir einen Anspruch fingieren. Das heißt, da wäre die Zentralisierung hier ganz wichtig. Deswegen werden wir die hier, glaube ich, als erstes schon mal machen. Und weil der Rat bei uns ja nichts mitzubestimmen hat mehr, können wir das direkt durchbringen, haben direkt eine Domäne gleich mehr. So, dann brauchen wir jetzt natürlich noch eine gewisse Zeit, bis 1175, 10 Jahre können wir jetzt erstmal hier nichts verändern. Das muss ich dann hier so hinnehmen, aber denke mal, das lohnt sich trotzdem. Jetzt ist es umgeschaltet, 3 von 5 Domäne. Okay, was ich noch gemacht habe, das habe ich offscreen übrigens gemacht. Ich habe meinen Nachfolger und Sohn Baudewin als Kanzler eingesetzt. Der ist nicht so super toll mit 10,
Aber ich hatte das Gefühl, dass der Graf von Bologna sich selber irgendwie keinen Anspruch abfingieren kann als Kanzler. Das haben wir jetzt wirklich viele Jahre probiert und es ist nichts dabei rausgekommen. Deswegen habe ich den dümmlichen Kanzler, vielleicht war der auch einfach nur zu dumm, das kann natürlich auch sein. Vielleicht lag es auch daran. Auf jeden Fall habe ich den rausgeschmissen und unseren Sohn jetzt hier als engen Verbündeten gewonnen, sodass wir schon 4 Loyalisten im Rat haben. Das sieht ja wirklich fantastisch aus. So, Hofarzt, Regent haben wir auch. Könnte jetzt noch einen Stallmeister, Jägermeister und so ernennen, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, haben wir da nicht so wirklich die Not zu. Oh, Lambert, der Bürgermeister von Ypern, hat Krebs. Oh je, das ist nicht gut. Tumore breiten sich im Körper aus und rauben ihr die Lebenskraft. Der Person die Lebenskraft. Schade. Ein treuherziger Typ, aber wahrscheinlich zum Tode verurteilt durch den Krebs. Mal gucken. Zumindest die Wahrscheinlichkeit ist da sehr hoch. Ja. Okay, Herzog Robert von Toulouse hat das Herzogtum der Normandie zu seinem Haupttitel gemacht. Das habe ich mir irgendwie schon fast gedacht, dass er das tut. Wobei ich mich dann frage, ach hier oben. In Rouen ist wieder die Hauptstadt der Normandie und die wird jetzt bestimmt sehr, sehr, sehr mächtig sein. Er hat die Gicht, okay. So, Edburg Sieghelmsdochter ist an eurem Hof eingetroffen. Wer ist denn eine Sieghelmsdochter? Æthelstan ist eingetroffen. Sexräth ist eingetroffen. Bertha Sieghelmsdochter ist eingetroffen. Eog Frieda auf Devon ist eingetroffen. Und Leofrun Gammals Tochter. Was ist denn hier los mit den ganzen Dochters? Gibt's ja gar nicht. Die ganzen Töchter sind eingetroffen. Die lungern jetzt alle an unserem Hof herum. Lel. Ach nee, das ist ja der Hof von ihm hier. Ich muss ja gerade bei mir nachgucken. 21 Personen auf einmal im Hof. Was sind denn das für Figuren hier? Niedrige Geburt, katholische Ketzer, Fratizellen. Sowas soll ich unterstützen hier? Æthelstan. Eadburg ist aus dem Haus Holter. Wo kommen die denn auf einmal weg? Sie ist schwanger? Was machen die hier? Er ist auch von der Fratizellenketzerei. Wer bringt denn hier die ganzen Ketzer rein? Bertha Holter, das ist bestimmt die Mutter von... Nee, die Schwester von Eadburg, okay. Die hat Husten und ist depressiv. Mhm. Aber was machen die bei uns? Eog Frieda auf Devon, eine Bastardtochter irgendwie. What the fuck? Was machen die bei uns? Vor allen Dingen, warum soll ich die beiden Fratizellentypen hier behalten? Die kommen ja schon mal erstmal direkt weg. Verlassen des Hofs bitten. Also die lasse ich bestimmt nicht hier. Die sind jetzt nach Tanga gegangen. Scheichtum von Tanga. Okay. What the fuck? Oder sind die jetzt einfach nur deleted worden aus dem Spiel? Hm. Bisschen strange. So, die beiden Holters, die lasse ich mal da. Das sind ja wenigstens keine Ketzer hier. Aber was machen die denn? Irgendein Typ? Irgendein Bischof Redwulf von Rochester war ursprünglich mal der Großvater von ihm, dessen Tochter die beiden sind. Wow. Was hat der... Was habe ich mit einer Verwandtschaft vom Bischof von Rochester auf einmal zu tun? Okay, vielleicht sind die irgendwie geflüchtet an unseren Hof. Ich habe keine Ahnung. Das finde ich alles sehr strange. Wählt einen Anschlag? Nee. Trotzdem, irgendwie ein bisschen eigenartig. Wo kommen die mit einmal weg? Und Leofrun auf Saxony genauso, ne? Was machen die hier? Die hatten Anspruch auf Herzogtum von Deira. Das ist hier oben. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, das könnte damit zusammenhängen, weil in England die Revolte geendet hat. Und ich glaube, König Beorhtrige, der Störrische, hat gewonnen. Genau, und weil er gewonnen hat und Redwald der Teufel
besitzt das Herzogtum von Deira. Und anscheinend sind deswegen einige Leute an unseren Hof geflüchtet. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum gerade an unseren Hof, aber so sieht es tatsächlich anscheinend aus. Die Viere, ja, die beiden Fratizellen habe ich jetzt schon weggepackt. Die brauchen wir nicht. Die anderen, tja, da weiß ich jetzt auch nicht so genau, was man damit machen soll. Ihr Mann heißt Kenfus Tur Zytelson. Oh Gott, das kann ja keiner aussprechen. Was macht er denn? Ein gerissener Charakter, graue Eminenz, ein super Diplomat. Schwacher Anspruch auf Wessex, Herzogtum sogar. Okay. Wo befindet der sich? Am Hof von Thetford in Norfolk. Ja, schön, hier oben. Aha. Interessant, und die sind irgendwie zu uns geflohen, hier zumindest die Frauen und Kinder. Aha. So, Sexrat und Athelstan sind wieder weg, die Fratizellentypen. Die wollte ich nicht behalten. Weil die könnten ja eventuell für ihre ketzerische Geschichte hier Werbung machen bei mir. Das finde ich dann nicht so gut. So. Wollte ich noch irgendwas machen? Ich glaube, das wäre es erstmal, ne? Er versucht gerade Ansprüche zu fingieren und ist dabei wenig erfolgreich. Wahrscheinlich. Aber das nehmen wir jetzt mal in Kauf. Vielleicht hat er trotzdem mehr Wahrscheinlichkeit, das zu triggern, als der alte Kanzler. So, Graf Gottschalk ist zurückgekehrt. Er ist in der Lage, seine Pflichten als Agentenführer wieder auszuführen. Der hat sich irgendwie versteckt. Bauern beschweren sich über den willkürlichen Verwalter. Okay. Einfaches Volk im Stich gelassen. Aber hier ist auch überhaupt keine Bedrohung aktuell. Nun gut. Zwei Epidemien nur in Menorca und Lecce. Okay. Ach, hier unten. Okay. Mein Marschall teilt mir mit, dass einer meiner Befehlshaber mit dem Namen Bernard beträchtliche Fortschritte gemacht hat. Von Lambert kommt das. Bernard. Oh, hat 2/3 Chance, dass er 2 Kriegskunst bekommt und 1/3 Chance, dass er sogar 3 Kriegskunst bekommt. Das gucken wir uns jetzt direkt mal an. Der gute Bernard. Lambert hat mir das gesagt. Bernard ist zwar nur ein törichter Krieger ursprünglich gewesen, hat aber tatsächlich einen Basiswert von 11. Damit hat er jetzt schon 17 Kriegskunst. Das ist gut. Schön. Der ist zwar auch schon 55, aber falls es mal doch noch irgendwie zur Auseinandersetzung kommt. Oh, ich glaube, dass ich Großes vollbringen kann. Deshalb habe ich beschlossen, meine Ideen in die Tat umzusetzen. Stolz ist keine Sünde. Wir kriegen eine kleine Chance. Eine von 6 Optionen. 50%, es wird gar nichts passieren. 10% Kriegskunst, 10% Diplomatie, 10% Verwaltung, 10% Intrige, 10% Bildung. Wir werden aber auf jeden Fall 0,5 Gesundheit verlieren. Und 10 Pietät. Das nehmen wir aber in Kauf. Ich hoffe, das mit der Gesundheit bringt uns jetzt nicht direkt um. Wir müssen eine neue Ambition wählen. Vielleicht. Verschafft eurem Sohn eine Grafschaft. Ich probiere das mal aus. Ich weiß leider nicht, wie man das korrekterweise erfüllen kann. Achso, ich kann den Lehnsherrn für meinen Sohn um Land bitten. Ich glaube nicht, dass das hier von Erfolg gekrönt sein wird, wenn ich ehrlich bin. Aber nur einmal alle 2 Jahre. Wir probieren es mal aus, was unser Lehnsherr dazu sagt. Leider lehnte er meine Bitte ab. Ja, wahrscheinlich muss er ein ziemlich heftiger Freund von uns sein. Hat Land beantragt, -5. Na gut, merke ich mir. Okay. Ja, landlose Söhne, da können wir jetzt aktuell noch nichts dran machen. So, die Geldmenge wächst hier weiter gut an. Weil das auch schon mal mehr war, oder? Euer Kanzler Graf Baudouin hat sich nach Artois zurückgezogen und kann derzeit nicht seinen Aufgaben nachkommen. Heißt das jetzt, der fingiert nichts mehr?
Angeblich ist er mit dem Hofstaat in Klausur. Ach nein, aber er hat jetzt eine Diplomatiefähigkeit von 4, das heißt, da passiert jetzt eh nichts mehr. Hm. Wie kommt denn das, wenn hier nichts ist? Komisch. Hm. Nach 100 Jahren unter dem Königreich von Frankreich wird das Herzogtum von Bourbon nicht länger als die Jure Teil des Königreichs von Aquitanien angesehen. Okay. Ja, das ist interessant. Ach so, Bourbon und... Bourbon und... wo ist das andere? Was sind das denn für Symbole hier? Moment mal. Was sind denn das für komische Essensteller-Symbole hier? Reichhaltiges Essen oder was soll das symbolisieren? Also ich kenne hier halt diese Symboliken für wohlständige Provinz, für wachsende Provinz und so weiter. Aber das hier? Ach, das hat schon florierend. Das ist schon das dritte davon, der dritte Modifikator. Da hinken wir noch ein bisschen hinterher, da müssen wir auch mal eigentlich was bekommen. So, Erdburg, Sikhems Tochter hat ihre Tochter dann geboren, die auch Erdburg heißt und buckelig ist. Ein Bastardkind auch noch, oh je. Ganz, ganz schwierige Existenz hat das Kind, glaube ich, vor sich. Naja. So. Also wirklich viel können wir aktuell nicht tun, außer auf unser Geld für die Provinz warten. So, was ist denn hier passiert? Ein Geistlicher wurde ernannt. Na, aktuell ist ein bisschen Leerlauf hier. Könnte man eigentlich noch eine Stufe schneller machen. Hallo Rudolf, Herzog Jacques von Valois. Ich würde euch gerne zu einem Treffen mit mir und einer kleinen Gruppe von Freunden einladen, um gemeinsam zu essen, zu trinken und die Welt da draußen eine Weile zu vergessen. Bitte denkt daran, mehrere Tage für dieses Ereignis einzuplanen, nur für den Fall, dass wir so richtig in Stimmung geraten. Okay. Er ist muskulös, er ist wohltätig wie wir, gebildet, eifrig, gütig, gelehrter Theologe. Der hat einen Zechereifokus. Ach komm, dann würde ich mal sagen, yo, komm, zaufen. Wir sind natürlich jetzt hier kein, ja, ist die Frage, wir sind eigentlich ein gemäßigter Charakter. Wir lassen uns eigentlich nicht so wirklich gehen, ne? Ja, komm, da sagen wir ihm mal lieber ab. Einladung abgelehnt. Was wollen wir denn jetzt saufen gehen? Mit einmal, mit 53 Jahren fangen wir noch die Zecherei an? Ich denke nicht. So, ach, hier, guck mal. Prinz Evrard der Fette will uns auch einladen. Nee, danke. Warum kommen die jetzt alle um die Ecke damit? Sehr komisch. So, ja, der König möchte mir wieder einen Kommandantenposten anbieten. Ja klar, der einarmige und einbeinige Kommandant. Logisch. Wie soll das denn im Mittelalter bitte funktionieren? Naja, so, Baudouin ist zurückgekehrt, das heißt, der hat aber nur noch 9 Diplomatie. Ach, der ist paranoid geworden, der Dumme. Punkt. Das ist schlecht. Schade. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit geht noch weiter runter, oh oh. Wir bräuchten echt einen besseren, aber wie gesagt, unter Ildebrando selbst hat das auch nicht geklappt. Ich hätte halt sonst höchstens noch meinen zweiten Sohn, der ein bisschen besser ist, aber mit 3 Punkten mehr ist auch nicht rausreißt oder 4 Punkten, ne? Schwierig. Gerade ganz, ganz schwierig. Wir haben einfach nicht so einen riesig tollen Diplomaten, das muss man sagen. Robert wäre der einzige, unser zweiter Sohn, aber das reicht noch nicht. Also mit 13 hat er auch nicht so riesige Chancen, das Ereignis zu triggern. Und da müsste ich meinem anderen Sohn wieder irgendwohin verfrachten. Ah, nein. Ach Mist, jetzt habe ich mich verklickt. Ah, jetzt habe ich ihn rausgenommen. Das wollte ich nicht. Kann ich den nicht wieder reinsetzen? Mist, der ist doch jetzt bestimmt sauer auf mich, weil er rausgeschmissen wurde. Ja, obwohl, ich bin sein Freund, das geht noch.
Das war natürlich jetzt echt ein Fehler. Tja, den kann ich nicht mehr in den Rat aufnehmen. Ja, dann kann ich auch gleich Robert reinsetzen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen, das wollte ich eigentlich nicht. Aber okay, immerhin hat der schon erheblich höhere Chance auf den Anspruch. Das ist dann natürlich auch nicht so schlecht. So, er treibt Steuern ein. Okay. Naja. So, ich glaube, die Folge ist auch langsam an ihrem Ende angekommen, Fragezeichen. Ja, doch, auf jeden Fall. Okay. Das soll erstmal reichen. Ist nicht ganz so viel passiert heute. Wird schwierig, glaube ich, einen Folgentitel dafür zu finden. Außer vielleicht diese ganzen Gestalten, die auf einmal unseren Hof hier belagern. Wo die auch immer herkommen, aus England. Ja, offene Grenzen für Flüchtlinge oder sowas könnte man das nennen. Mal gucken. schauen wir mal. Ja, und dann schauen wir mal, dass wir bald hoffentlich, 625 haben wir schon, hoffentlich unsere Burg, unsere Baronie bauen können mit 720. Das ist nicht mehr weit weg. Und dann hat Rudolf auf jeden Fall noch eins seiner großen Ziele des Lebensabends erreicht. Und ja, vielleicht können wir die Boulogne noch einnehmen, vielleicht nicht. Das ist dann auch nicht mehr ganz so tragisch, weil wir dann die Baronie haben. Von daher kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein. Also, liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Tastenhauer.